Hallo, ich bin die Katrin aus dem Depot und wir machen heute zusammen ein Faszientraining für den Unterkörper und machen da einige Dehnübungen, vor allem auch für den Hüftbeuger, aber auch die Oberschenkelrückseiten und wir rollen auch mit der Faszienrolle. Du brauchst also eine Yogamatte, bequeme Kleidung und eine Faszienrolle. Und dann können wir auch schon loslegen. Wir fangen direkt an mit der Rolle. Setz dich einmal auf den Po, leg die Rolle hinter dich und setz dich dann auf die Rolle drauf. Möglichst mittig. Die Hände kannst du links und rechts zu den Seiten abstützen und die Beine sind angewinkelt. Und dann rollen wir langsam vor und zurück. Und zwar nur über die Po-Muskulatur, also nicht in den Rücken rein und nur bis zum Oberschenkelansatz. Schön langsam im gleichmäßigen Tempo. Und dann machen wir das Ganze nochmal einseitig. Und zwar rutschst du dafür nach links auf deine Rolle, setzt die rechte Hand auf den Boden, linken Fuß hoch auf dem Oberschenkel ablegen und verlagerst so dein ganzes Gewicht nach rechts. Und das rechte Knie kippt noch ein bisschen mehr zum Boden. Und jetzt rollen wir nur über die rechte Seite. Mach die Bewegung erstmal wieder relativ groß. Und versuch, das Knie nach und nach noch mehr zum Boden zu bringen. Und dann werd hier ruhig noch mal ein bisschen kleiner in der Bewegung. Sehr gut, dann wechseln wir auf die andere Seite. Du rutschst mit deinem Po ein bisschen nach rechts, hast jetzt links ein bisschen was überstehen, linke Hand auf dem Boden aufsetzen, linken Fuß hoch und das Knie kippt Richtung Boden. Verlager dein ganzes Gewicht nach links und dann machen wir erstmal große Bewegungen über die rechte Gesäßmuskulatur. Das Knie noch ein bisschen mehr zum Boden bringen, wenn du kannst. Und dann auch hier wieder in der Bewegung ein bisschen kleiner werden. Sehr schön. Dann lösen wir das Ganze wieder auf und kommen einmal auf die Knie. Legen die Rolle vor uns und kommen dann in den Unterarmstütz. Der rechte Oberschenkel kommt auf die Rolle und das linke Bein winkelst du an, sodass das Knie auf dem Boden liegt. Bauchnabel einziehen, damit wir nicht im Hohlkreuz sind. Und jetzt rollst du langsam bis zum Hüftansatz und ziehst dich wieder hoch bis vor das Kniegelenk. Bitte nicht über die Gelenke rollen, immer nur über den Muskel. Schön langsam. Und halte auch deinen Kopf gerade, indem du nach unten schaust. Und dann wechseln wir direkt auf die Seite vom rechten Oberschenkel. Wir wollen die Abduktoren ausrollen. Dafür stellst du jetzt deinen rechten Unterarm auf, drehst dich auf, sodass deine Oberschenkelaußenseite auf der Rolle liegt. Den linken Fuß kannst du nach vorne aufstellen zum Stabilisieren und die linke Hand auch. Und dann ziehen wir uns wieder bis kurz vor das Knie hoch und zurück
bis zur Hüfte. Versuch auch nicht über den Hüftknochen zu rollen, sondern immer davor zu stoppen. Und wenn du das Ganze gerne intensiver haben möchtest, dann kannst du beide Beine ausstrecken und in der Luft halten. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen die Position verändern, indem wir die linke Hüfte mehr zum Boden kippen und fast schon wieder auf der Oberschenkelvorderseite sind. Wir sind also ganz außen am Quadrizeps dran. Du kannst dazu auch gerne noch mal dein vorderes Bein aufstellen, um Gewicht wegzunehmen. Und dann lösen wir wieder auf. Zum Schluss wollen wir noch bei der rechten Seite die Adduktoren rollen. Dafür legst du deine Rolle leicht schräg auf die rechte Seite deiner Matte und wir kommen wieder in den Unterarmstütz auf beide Unterarme. Linkes Bein ist ausgestreckt und das rechte Bein wird angewinkelt mit der Oberschenkelinnenseite auf der Rolle abgelegt. Bauchnabel einziehen. Und dann rollen wir bis nach innen zum Ansatz der Hüftmuskulatur und wieder zurück zum Knie. Versuch dein linkes Knie in der Luft zu halten, dann rollt es sich leichter. Und wir lösen wieder. So, wir sind mit der rechten Seite durch und machen das Ganze jetzt noch einmal mit der linken Seite. Wir beginnen mit dem Quadrizeps, mit der Oberschenkelvorderseite. Kommen in den Unterarmstütz, linkes Bein ist lang, rechtes Bein ist angewinkelt und der linke Oberschenkel liegt auf der Rolle. Und dann rollen wir zurück bis zum Hüftansatz und wieder hoch bis zum Knie. Bauchnabel nach innen ziehen, Blick nach unten und schön langsam bleiben im Tempo. Und dann kommen wir auf die Seite. Ich drehe mich einmal um, damit man das besser sieht. Du kommst auf den linken Unterarm. Linkes Bein ist lang, rechten Fuß nach vorne aufstellen und Stützrück auch die rechte Hand nach vorne auf. Und dann ziehst du dich auch hier wieder über die gesamte Länge des Oberschenkels. Und du kannst natürlich auch gern wieder dein oberes Bein zusätzlich ausstrecken, wenn dir das zu leicht ist. Und dann komm auch hier nochmal mit deiner rechten Hüfte dieses Mal ein bisschen mehr Richtung Boden, sodass wir schon wieder fast auf der Oberschenkelvorderseite sind. Du kannst gerne auch deinen Fuß dazu wieder aufstellen. Sehr schön. Dann lösen wir das wieder auf und kommen noch zu den Adduktoren auf der linken Seite. Dazu leg deine Rolle leicht schräg auf die linke Seite von der Matte. Komm in den Unterarmstütz, linkes Bein anwinkeln, rechtes Bein lang, Knie anheben und bis nach innen
so weit, wie du kommst, rollen und wieder zurück zum Knie. Und zieh auch hier nochmal den Bauchnabel richtig ein, bleib in der Körpermitte fest. Und dann löse auch das Ganze hier wieder auf. So, wir haben die Beine jetzt ordentlich durchgerollt, zumindest die Oberschenkel. Und dann wollen wir jetzt ein paar Dehnübungen machen. Dafür komm einmal ans Ende deiner Matte und mach einen großen Ausfallschritt mit dem rechten Bein nach vorne. Dein rechtes Knie ist über dem Sprunggelenk und du verschränkst einmal deine Hände und drückst mit den Handinnenflächen gegen den rechten Oberschenkel. Und dann versuch in der Körpermitte fest zu bleiben, damit du hier nicht einknickst, sondern schön aus der Hüfte nach vorne schiebst. Du kannst die Dehnung verstärken, indem du hier den Abstand größer machst, mit dem hinteren Bein weiter zurück oder näher rankommst. Und wenn dir das noch nicht reicht, kannst du deinen Fuß greifen und die Ferse zum Po ziehen und dabei schön den Oberkörper gleichzeitig aufdrehen. Du kannst auch gerne nach hinten schauen und kurz halten. Dabei ganz gleichmäßig weiteratmen. Und dann hier langsam wieder auflösen. Und dann kommen wir einmal mit den Händen Richtung Boden und wandern mit dem rechten Fuß an die Mattenaußenkante. Und dann stell nur die linke Hand auf den Boden, heb deine Innenkante vom Fuß an und drück mit der rechten Hand ganz leicht gegen dein rechtes Knie von innen. Damit dehnen wir hier einmal richtig die Adduktoren auf vom rechten Oberschenkel. Gleichzeitig haben wir noch eine schöne Drehung im Oberkörper. Versuch die rechte Schulter noch mehr zurückzuziehen. Und langsam wieder lösen. Und dann verlagern wir einmal das Gewicht nach hinten, ziehen die rechte Fußspitze ran und kommen langsam mit dem Oberkörper ein bisschen tiefer. Versuch den Rücken lang zu lassen und das rechte Knie durchzustrecken. Und dann gehen wir einmal mit der Ausatmung ein bisschen weiter runter, runden den Rücken, einatmen, wieder lang machen. Ausatmen nochmal ein bisschen tiefer. Und einatmen, Rücken durchstrecken. Letztes Mal, ausatmen, tief, einatmen, Rücken lang machen. Sehr schön. Wir kommen wieder nach vorne mit dem Gewicht. Und dann winkeln wir das rechte Bein am Boden an. Du setzt dich auf den rechten Oberschenkel. Und das linke Bein strecken wir wieder, richten die Hüfte gerade aus, stütze dich mit den Händen am Boden ab und geh jetzt hier einfach so weit in die Dehnung, wie es für dich möglich ist. Du kannst mit den Händen Richtung Boden kommen, du kannst auch den ganzen Oberkörper ablegen, du kannst aber auch hier oben bleiben, wenn dir das ausreicht. Und dann halte diese Dehnung ganz kurz noch. Und versuch immer mehr die linke Hüfte Richtung Boden zu ziehen. Wir kommen langsam wieder hoch und wechseln die Seite. Wir machen einen großen Ausfallschritt mit dem linken Bein.
Und verschränken die Hände auch hier wieder, drücken die Hände gegen den Oberschenkel. Bauch ist fest, Becken nach vorne schieben und dann richtig nach vorne lehnen. Wenn du mehr willst, dann zieh auch hier wieder deinen Unterschenkel ran und greif das Sprunggelenk mit der rechten Hand. Dreh dabei den Oberkörper auf. Blick nach hinten. Und langsam wieder lösen. Und dann bring die Hände zum Boden. Wir kommen mit dem linken Fuß an die linke Mattenkante. Lösen die Fußinnenseite von der Matte. Rechte Hand bleibt am Boden und du drückst mit der linken Hand ganz leicht gegen dein linkes Knie. Dreh den Oberkörper noch ein bisschen mehr auf, Brustbein rausschieben. Und langsam wieder lösen. Fuß zurück und wir schieben unser Körpergewicht einmal nach hinten. Fußspitze ranziehen, Knie durchstrecken und mit den Händen, wenn es geht, ein bisschen tiefer kommen. Lass den Rücken lang und dann atmen wir einmal aus. Werden rund, kommen ein bisschen tiefer, atmen ein, richten den Rücken wieder ein bisschen mehr auf. Und wieder ausatmen, noch ein Stück tiefer, einatmen, wieder lang machen. Nochmal ausatmen und einatmen, lang machen. Letztes Mal ausatmen. Und einatmen. Sehr gut. Dann kommen wir wieder nach vorne mit dem Gewicht und legen auch hier unser vorderes Bein wieder am Boden ab. Dann stell die Hände auf, richte deine Hüfte gerade aus. Rechtes Bein ist so gut es geht gestreckt und die rechte Hüfte zieht noch mehr zum Boden runter. Mach die Schultern nach hinten und unten. Und dann geh so tief, wie du kannst. Unterarme zum Boden oder auch den ganzen Oberkörper ablegen. Und wir bleiben hier noch für ein paar tiefe Atemzüge. Und dann richten wir uns langsam wieder auf und lösen das Ganze auf. Und dann kommen wir noch einmal nach oben zum Stehen. Stell dich hüftbreit hin, lass die Knie ein bisschen gebeugt und lass den Oberkörper einmal nach unten hängen. Wenn du magst, dann greif hier einmal mit den Händen deine Ellenbogen. Lass den Kopf richtig nach unten hängen und dann kannst du hier mal ein bisschen hin und her schaukeln, den Oberkörper ganz schwer werden lassen. Und dann bring die Hände wieder zum Boden. Und wir strecken einmal das linke Knie, rechtes Knie bleibt gebeugt. Und dann stell die rechte Hand am Boden auf. Und öffne den linken Arm zur Decke. Versuch dich hier ganz weit aufzudrehen. Und langsam wieder zum Boden. Wir wechseln die Seite. Beug dein rechtes Knie. Und streck das andere Knie. Wir stellen die linke Hand am Boden auf und öffnen den rechten Arm zur Decke. Und langsam wieder lösen
und Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Schultern tief. Und dann sind wir mit der heutigen Einheit schon am Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal.